Dann brauchen wir jemanden, nehmen wir mit High Willpower, der kochen tut. Koch ist, glaube ich, ja, hier bei Labor. Und ein guter Grower ist. Grower wird aber wahrscheinlich wieder beim Crucial sein, oder? Boyer, Butcher. Ich würde sagen, das ist dann der Planter jetzt. Nicht mehr der Grower, sondern der Planter. So. Dann bleiben noch diese beiden hier. Dann mache ich dich mal zum Stonemason. Nö, halt, ich mach dich erstmal zum Brauer. Also erstmal Planter 5 Punkte. Und dann brauchen wir noch Brewer. Miller, Thresher, Herbalist, Weaver, Clover, Trapper, Tanner, Milker, Gerler, Beekeeper. Das ist jetzt aber nicht bei den Crucial Skills, oder? Da doch, da, Buh. Lustig. Naja, okay, es sind Zwerge. Macht Sinn. So, das heißt, der letzte hier. Also, wir haben zwei Metalsmiths, zwei Farmer, einen Trader. Du bist unser General. So, du brauchst Stonecrafter. Stonecrafter, du machst nämlich Stonecrafts. Und du brauchst den Mason. So. Damit sind eigentlich alle bedient. So, Items und Animals. Also Animals machen wir wie immer. Sechs weibliche und zwei männliche Hunde. So, Items. Haben wir hier jede Menge Zeug. Dass wir erstmal rausschmeißen können. Für was brauchen wir auch keine? Ropes reichen zwei. Thread reicht eins. Bags bleiben wir bei fünf. Plump-Helmets können wir auch rausschmeißen. So. Copper Picks, wir brauchen nur eine Battle Axe. Wir können den Iron Anvil rausschmeißen. Cloth. Reicht eins. So, dann nehme ich von jedem von denen hier mal 15 mit. Fleisch und Fisch. Sollten wir auf jeden Fall mehr mitnehmen. Also erstmal von jedem 30.
Wenn ich Shift drücke, kriege ich dann mehr? Nein, schade. So, dann nehmen wir noch mehr Fleisch und Dings mit. Noch andere Sachen. Also Fisch hätte ich gerne ein bisschen Pond Turtle noch dabei. Weil Pond Turtle ist immer gut. Irgendwie haben wir in diesem Teil mehr, also in der Steam-Version viel mehr Punkte. Was nehmen wir denn Schönes mit? Wir haben Kuh. Cave Crocodile. Rattenfleisch. Gib mir mal Pick. Komisch, die Suche funktioniert. Oder fällt das unter Pork? Nö. Gucken wir mal. Rabbit Meat, Crow Meat. Wir haben Cow Sweet Bread. Dog Meat, Cat Meat, Horse, Cow Meat. Da, Pig Meat. So. Und ganz ehrlich, da wir so viele Punkte noch übrig haben, gib mir mal waffenmäßig schon mal. Oh ja, ein Stahlspeer, nein. Silberspeer. Gib mir einen Iron Spear und schildmäßig kannst du mir einen Iron Shield geben. So. Und ja, dann noch mehr Alkohol. Mehr Nahrung. Mehr Seeds. Crafts. Metal Bars. Trap. Digging Implements. Was sind Digging Implements? Ach so. Ja. Ganz ehrlich, ich kann die Copper-Sachen gegen Bronze-Sachen tauschen. Auch die Copper Battle Axe gegen. Was passiert, wenn ich Axe eingebe? Ja. Bronze-Ex, so. Und dann nehmen wir gleich noch ein paar Barrels mit. 10 Barrels, ja. Walnuss-Barrels. So, dann müssen wir nämlich nicht gleich am Anfang Barrels herstellen. So, unsere Tiere sind in Ordnung soweit. Fleisch und Fisch haben wir auch alles. Also ja, das ist ein bisschen besserer Start als sonst. Aber gut. Ich meine, ich habe schon die Waffen für unseren General. Okay.
Fortress nehmen. Ja. The Armor of. Ich weiß gar nicht mehr, was ich immer genommen habe, aber. Auf Breakfast. Toss it on Lil. Nein. Auf Butter. Toss it Racket. Auf Cages. Brunch, Breeds. The Armor of Brothers, das klingt doch gut. Und Group Name. Sind wir. Sind wir. Golden? Nein. Lazy? Ich weiß nicht, wie ich mich früher immer genannt habe. Hätte ich mal nachgucken sollen. Oh, Brazen klingt immer gut. Brazen Bulls. Das wäre lustig, oder? Hier sind die. Bull gibt's leider nicht. Schade. Cancer the Brazen. Nein. The Brazen. Nee. Oder müssen wir das. Abby's the Brazen. Wie. Nee. The Brazen Baldness, ja. Bier, nee, muss. Busches, nee, Bulls gibt's hier leider auch nicht. The Brazen Brother. Ja, machen wir es so. Group Symbol. Creature. Plant wie historical figure. Forgotten Beast. Human. Unser Symbol ist ein Igel. Action or Relationship. Der Igel ist cooking. Nein. So, sagen wir dann. Gut. Ganze speichere ich mal als Let's Play Profil. Mal sehen, ob die
Und viele hier besser funktionieren als im normalen Ding. So, und dann starten wir jetzt einfach mal rein. Ich habe mich jetzt schon lang genug hier im Embark aufgehalten. Embark, Preparing Map. Mal sehen, was wir ausgesucht haben. The Dwarven Outpost. You have arrived after a journey from the mountain homes into the forbidding wilderness. Beyond your harsh trek has finally ended. Your party of seven is to make an outpost for the glory of Nulramdeptop. There are almost no supplies left, but with your stout labor comes sustenance. Whatever by bow, plow or hook, provide for your dwarves. You are expecting a supply caravan just before winter entombs you. But it is spring now, enough time to delve, secure lodgings. Ere the dwarves get hungry, a new chapter of dwarven history begins here at this place. Tossidalut, the armor of brothers, strike the earth. Okay, wir haben Pausenmodus. Dann gehen wir erst einmal in unser Citizen-Menü. Labor-Menü, okay. Ja. Woodcutter nehmen wir dir mal weg und geben unserem Peasant. So. Fischer Dwarf nehmen wir dir weg. Plant Gatherers, das können alle machen. Planters. Only selected to do this sind die beiden. So, Miner sind die zwei. Es wird zum Glück immer angezeigt, wer am besten dafür geeignet ist. Stonecutter, das macht unser Mason. Gehen wir mal durch Miner, Woodcutter, Hunter. Wir sehen es ja eigentlich hier drüben, aber ich will gucken, ob everybody. Plant Gathering ist von allen eingestellt. Das und Haulers macht auch jeder. Und Adalys. Ja, das ist soweit gut eingestellt erstmal. Standing Orders Kitchen. Getränke werden nicht verkocht. Nur Fisch, Meat und Others werden verkocht. Gut. Dann können wir das mal zumachen. Etwas rauszoomen. Also wir haben da drüben den Fluss mit Wasser. Und wir haben hier einen schönen Eingang eigentlich, wo wir reinbauen könnten. Also erstmal das hier weg. Dann machen wir hier einen Eingang. Hier liegen überall Limestone Boulders rum. Also ja, wir sind ein Stück weg von unserem Karren, aber das ist egal. Gehen wir bei Trees zum Choppen. Schon mal bereit. So, jetzt brauche ich keine Rampen, die nach oben gehen. Eraser. Digging Orders.
Make a channel, make a ramp on the level below. Das will ich. So, genau. Ja, und das hier wird dann wohl das Aquifer-Zeug sein oder Aquifer-Zeug. So, dann gehen wir noch mal eine Ebene runter. Und ich würde sagen, wir gehen dann hier um die Ecke noch mal eine Ebene runter. Und sollten hier genug Platz haben für den Eingangsbereich. Mhm.